Hallo und herzlich willkommen bei einem weiteren Produktcheck von Fuchs Kapital. Herr Ziermann, Chef von Fuchs Kapital, Sie haben sich neulich den HB-Fonds Substanz Plus der Hörnerbank aus Heilbronn näher angesehen. Was war der Auslöser? Was war der Grund dafür? Wir gehen regelmäßig auf Veranstaltungen, bei denen Fonds ihre Konzepte vorstellen. Die sind oft für institutionelle Anleger gedacht, aber wir können dahin und hören uns Konzepte an. Und das Konzept dieses Fonds hat uns überzeugt. Wir fanden es interessant und haben uns deswegen entschieden, den Fonds im Fuchs Produktcheck mal unter die Lupe zu nehmen. Okay, und wie sieht das Konzept ganz konkret aus? Das ist ein Strategiefonds, der versucht, Kapitalerhalt bei geringen Kursschwankungen zu erreichen und natürlich eine kleine Rendite. Ein wesentliches Merkmal des Fonds ist die vergleichsweise hohe Anleihenquote. Können Sie dazu ein paar Takte sagen? Genau, der Fonds hat eine 70-prozentige Anleihenquote ungefähr. Das ist sozusagen die Basis, die den Kapitalerhalt gewährleisten soll, einen gewissen Renditebeitrag leisten soll. Und der Aktienanteil, der dann bei 30% relativ klein ist, soll sozusagen die Rendite dann nochmal ein Stück anheben. Okay, ein hoher Anteil Anleihen, ein geringer Anteil Aktien. Das hört sich jetzt nicht gerade nach einer granatenmäßigen Performance an. Ja. Wobei man sagen muss, die Performance im 5-Jahres-Vergleich liegt bei 3,5% in etwa, im 10-Jahres-Vergleich bei 3,2%. Das ist für die Gewichtung 70% Anleihen, 30% Aktien schon ganz ordentlich. Wie kriegt er das hin in diesem Niedrig- oder Negativzinsumfeld? Genau, das ist so, das haben wir uns auch gefragt. Und die Hörnerbank setzt in dem Fonds auf die Garantieversprechen der EZB, dass der Euro bestehen bleibt und kein Land in die Pleite geht. Was bedeutet das am Markt? Das bedeutet, dass deutsche Staatsanleihen negativ verzinst sind, aber beispielsweise Staatsanleihen der Südländer noch, also Italien, Spanien, Portugal, noch Renditen abwerfen. Und solche Anleihen sammelt die Bank gezielt ein und erwirtschaftet damit im Grunde das Grundrauschen der Rendite im Fonds. Aber trotzdem, auch mit südeuropäischen Staatsanleihen komme ich ja nicht auf eine Rendite von 3 oder sogar mehr als 3%. Deswegen werden die Aktien beigemischt. Wie sieht da die Auswahl aus? Richtig, die Rendite wird dann gesteigert durch den Aktienanteil. Da setzt die Bank auf 3 Auswahlkriterien. Das sind einmal Value-Kriterien, Qualitätskriterien für Aktien und geringe Schwankungen. Profis sagen Low Volatility dazu. Und nach diesen 3 Kriterien filtert der Fonds nochmal Aktien aus und mischt diese Aktien bei und die bringen dann langfristig die höhere Rendite. Gut, dann gehen wir nochmal kurz diese 3 Kriterien durch. Wie definiert die Hörnerbank Value? Im Kriterium Value orientiert sich die Bank klar an diesen klassischen Kennzahlen, KGV, Kurs-Gewinn-Verhältnis, also Kurs-Buchwert-Verhältnis, guckt nach Dividendenrenditen und sammelt Aktien ein, die hier gute Werte ausweisen. Bei der Qualitätsbeurteilung geht es... Das ist das zweite Kriterium, oder die zweite Aktienstrategie? Genau, da geht es um die konkrete Beurteilung der Bilanz. Also, wie ist der Verschuldungsgrad? Wie ist der Cashflow? Ist die Verschuldung gering? Ist der Cashflow hoch? Also, Telekommunikationswerte zum Beispiel haben da ja immer gute Werte. Was ist verlässlich und was verspricht auf lange Sicht eine solide Aktienkursentwicklung und Dividendeneinnahmen beispielsweise? Okay, die dritte Strategie ist Low Vola, also niedrige Schwankungen. Genau, da geht es einfach darum, das ist eine gute Ergänzung zu dem Anleihensegment, was ja auch relativ wenig schwankt. Und Aktien, die sich stark im Kurs bewegen, steigen und fallen, bringen sozusagen Unruhe in einen Fonds, können auch Kursverluste verursachen. Die Auswahl nach Aktien, die geringe Kursschwankungen haben, heißt sozusagen Risikobegrenzung und die Möglichkeit auf Kursgewinne, aber eben auch keine exorbitanten Kurssteigerungen. Aber das ist ja auch nicht das Ziel des Fonds. Da geht es ja um Kapitalerhalt plus. Gut, Sie haben eben ja schon zur Performance gesagt, 3% bzw. 3% und noch einen Schnaps drauf. Kommen wir zu den Kosten. Wie sieht es da aus? Ja, die Kosten liegen bei 1,8% ungefähr für den Fonds. Das ist nicht ganz wenig, aber der Fonds zeigt, dass er es erwirtschaftet und langfristig ist das sozusagen im Rahmen. Es gibt einen Ausgabeaufschlag 5%. Den muss ich aber wahrscheinlich nicht überall zahlen beim Discount-Broker.
Ja, bis jetzt hat die Hörner Bank im Grunde nur eigene Kunden angesprochen mit dem Fonds. Jetzt geht sie eben auch nach draußen, will das Konzept vermarkten. Deswegen werden die Kosten vermutlich auch sinken in dem Rahmen, wie das Fondsvolumen, was jetzt bei 50 Millionen plus kleines bisschen liegt, auch sinken und wird sozusagen die Kostenseite dann nochmal ein bisschen reduzieren. Okay, Ihr Resümee, für welchen Anlegertyp ist der Fonds geeignet? Ja, es ist ein ganz klassischer Fonds für konservative Anleger, die ruhig schlafen wollen, die eine sichere Rendite wollen, keine Raketenrenditen sozusagen erwarten, aber auch in unsicheren Börsenphasen nicht nervös werden wollen. Gut, vielen Dank, Herr Ziermann. Wenn Sie noch weitere Fragen zu dem Substanz Plus der Hörner Bank aus Heilbronn haben, wenden Sie sich bitte an die Kollegen vor Ort in Heilbronn. Vielen Dank.